Ah Gott, jetzt habe ich das schon dreimal gedreht. Herzlichen Glückwunsch, den Herausforderungen zum Clan Level 8. Wir können jetzt endlich 8 Truppen auf einmal spenden und haben 40% mehr Kapazität in der Clanburg, was den Loot angeht. Also herzlichen Glückwunsch an euch, vielen lieben Dank an die vielen Stammspieler, die ihr schon so lange uns hier die Fahne halten. Und jetzt habt ihr erstmal Spaß mit dem Video. Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, ihr habt es im Titel gesehen, es nervt wirklich. Und was es auch wirklich ist, das werde ich euch gleich zeigen. Mich nervt nicht mehr die CWL hier, über die denke ich überhaupt nicht mehr nach. Auch wenn wir hier den letzten CK oder den letzten Clankick leider verloren haben. Ich musste auch mal wieder so ein paar Affen hier rausschmeißen, vorzeitig. Ja, Dankeschön auch. Aber die 8 Sterne konntest du hier jetzt leider nicht mehr machen, um den gesamten Bonus abzuholen. Dafür habe ich halt da gesorgt, dass ich ihn vorher rausgekickt habe. Ich hatte echt keinen Einsinn mehr. Zwei CKs hier nicht angegriffen und es hat mich so abgenervt, muss ich sagen. Dann gab es ja auch noch Fallspenden und irgendwie was. Und der Gegner greift plötzlich doch an. Der hat hier auch tagelang nicht angegriffen in der Saison. Und ihr seht das, die sind immer noch Vorletzter. Es ist mir ein Rätsel, wie wir gegen die verlieren konnten. Aber ich hoffe, dass wir gegen den nächsten Clan hier gewinnen. Aber was ist eigentlich so nervig? Das will ich euch sagen. Was mich wirklich abnervt und was ich mir wünsche bei Clash of Clans ist, dass diese Freundschaftsliste irgendwie angepasst wird, dass du etwas gegen solche Leute machen kannst. Also es ist ja der FIFA Brox, der lacht sich jetzt wahrscheinlich einen Ast ab, 25, der mich auf allen Accounts immer in seine Freundschaftsliste oder mir immer eine Freundschaftsanfrage schickt und zwar dauerhaft. Also wenn ich ihn hier jetzt lösche, bin ich sicher, dass er mich in diesem Video noch wieder als Freund addet. Das macht er auf allen meinen Accounts, die er kennt. Ich bin glücklich, dass er nicht alle kennt. Und aber ich finde schon, ich finde hier fehlt irgendwie eine Funktion, so nach dem Motto, den nie wieder annehmen oder den nie wieder zulassen oder Blacklist oder was auch immer. Das gibt es ja nun überall, egal wo, in welchen Games, in welchen Social Medias und, dass du Leute blockieren kannst. Den hier würde ich in jedem Fall blockieren, den FIFA Brox 25, denn es nervt mich. Es ist jetzt nicht so, ihr seht das, ich habe hier nicht so wirklich viele Freundschaftsanfragen, aber ich möchte keine Freundschaftsanfragen haben, denn ich mache die ja ab und zu mal in den Livestreams voll. Und wir nehmen ihn jetzt mal raus hier, mal sehen, innerhalb dieses Videos, ich werde ja jetzt zwei oder überhaupt mit zwei Erratos 9ern live angreifen. Nehmen wir uns, bin ich sicher, dass da oben wieder eine 1 steht. Wenn nicht, dann hat das noch nicht gemerkt. Aber der muss auch unheimlich oft online sein, um zu checken, oh, Toto hat meine Freundschaftsanfrage noch nicht angenommen. Nein, Brox, ich werde sie niemals annehmen und ich werde mich dafür stark machen, dass es so eine Blacklist gibt oder so eine Freundschaftsanfragenliste oder irgendein Button so nach dem Motto, nehme keine Freundschaftsanfragen an, blockiere die direkt. Ich meine, bei einigen Accounts, da bin ich jetzt mal so ein bisschen Fuchs gewesen. Da habe ich mich einfach selber als Freund geaddet, damit meine Liste voll wird, damit der da nicht reinrutscht. Echt. Es nervt mich. Es nervt mich so sehr. Aber wir wollen hier heute mal mit unserem kleinsten Rathaus 9, das ist der Chefkoch, im Clankrieg angreifen. Ich habe mich mal mit reingenommen, also in der CWL. Aber vorher glaube ich, muss ich diese Armee muss ich, glaube ich, noch vorher kurz mal verpumpen. Also einmal kurz wegschmeißen und ich springe dann auch auf einen anderen Account. Um noch einen Rathaus 9 Angriff zu machen. Das ist, oh, der ist cool. Aber wir müssen, glaube ich, immer gewinnen. Ne? Der hat ja so endlos viel Dunkles für uns. Müssen wir eigentlich gewinnen? Ich überlege gerade. Ich glaube, wir müssen gar nicht gewinnen. Ich glaube, wir müssen gar nicht gewinnen. Und deswegen nehmen wir mal hier unsere Riesen mit rein. Okay. Das ist jetzt auch witzig. Naja, es ist ein Rathaus 10er, ich weiß. Aber was willst du machen? Es ist klar, dass da eine Riesenbombe für mich lauert. Das ist mir aber egal. Okay, dann lassen wir mal einen Packer hier laufen, einen Packer da laufen. Und, ah, die sind da drin. Okay, die sind hier jetzt drin. Dann gehen wir hier mit unseren. Ah nein. Ah doch. Ah nein, ah doch. Der Toto, ne? Ah nein, ah doch. So, dann gehen wir hier mal mit rein mit
mit unserer restlichen Meute. Die heilen wir hier mal durch. Ich habe keinen extra Sprung dabei oder sowas, weil ich jetzt nicht so unbedingt gedacht habe, die Armee hier ist eigentlich so ein bisschen anders. Etwas zu machen. Alter, wir kriegen das Rathaus. Geil. Wir haben das Rathaus und wir haben so viel Dunkles. Wir haben so viel Dunkles dazu gekriegt. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Wo ist denn noch eigentlich was offen? Ich glaube, die beiden Bäcker außen waren ganz gut gewählt. Dann können wir mal hier noch ein bisschen holen. Der darf ja auch noch so ein bisschen Gold und Elex holen. Also auch mit dem fehlt mir noch einiges. Jetzt zünde ich die Queen mal. Und wir kommen aber an nichts Dunkles mehr ran. An was Hellen kommen wir. Ah doch, so ein bisschen kommen wir da noch ran. Ah, da ist noch eine Valkyrie am Leben. Cool, die habe ich erst auf Level 2. Ich meine, sie gehen jetzt im Moment ja nicht... Doch, die gehen ja auf 4. Aber, okay, King tot. Queen schon gezündet. Die Queen schonen wir mal. Oh, Donnerwetter, fast 4000. Sehr, sehr cool. Und ich habe jetzt aber meine CK-Armee dabei. Und mit der will ich jetzt auch ganz gerne angreifen. Muss allerdings gerade wieder mal ein paar Bowler fordern. Die baue ich mal nach, denn die ist echt nicht teuer. 390. Ich habe, wie gesagt, die Walküren erst auf 2. Und das ist, glaube ich, eine ganz coole Armee. Also ein ganz, ganz kurzer Cut. Und dann mache ich auf dem Tabby hier. Ja, ich bin heute auf dem Tabby. Das seht ihr mal an dem Rand. Rechts und links meinen ersten Angriff. Einen zweiten seht ihr dann noch. Es wird also ein bisschen schwieriger. Der erste ist so ein bisschen so ein Frustangriff. Okay, ich bin ready und er hat mich noch nicht geaddet. Okay, aber auf einem anderen Account hat das, glaube ich, schon gemacht. Oder aber auch nicht. Es ist mir jetzt auch egal. Ich mache jetzt meinen CK-Frustangriff. Ja, ihr seht das hier. Ich kann einmal dippen und ich habe einmal den Chefkoch dabei in der CWL hier. Ich glaube, den hatte ich schon einmal dabei, ganz zu Anfang. Aber ich habe mir gedacht, das könnte mir jetzt richtig krumm nehmen. Ich habe mal richtig eigensinnig gedacht. Ich habe mal gedacht, wenn du schon mal die Chance hast, diesen fetten Bonus hier mitzunehmen. Hasser kommt erst. Also wenn ich schon mal die Chance habe, einen fetten Bonus mitzunehmen, dann nutze ich das einfach auch mal mit einem von meinen Accounts, also mit dem Chefkoch, mit dem es da wirklich ultraschleppend vorangeht. Und deswegen hatte ich mir gedacht, ich nehme den mal mit in die CWL rein, dann kann er mal ein paar Sterne machen, kann sicherlich auch noch ein bisschen Lot einheimsen und gerade bei dem 5er Lot hier ist natürlich super, super nett. Aber wir gucken uns mal den Hasser an. Hier, Hasser hat auch ein- oder zweimal, glaube ich, echt spät angegriffen. Da habe ich schon dran gezweifelt. Aber irgendwie hat er dann doch immer angegriffen. Und mal sehen, ob das hier noch was wird mit den Drachen. Aber gar nicht mal so schlecht gewählt. Oh, Donnerwetter, da sind ja richtig mal viel in der Mitte mit den Loons noch dabei. Die müssen sich allerdings um die Defense kümmern, nicht um das Rathaus. Aber hier ist ein Drache dran. Da ist ein Drache dran. Ah, super. Super gemacht hier. Sauber. Hier fliegen sie noch nach außen. Da hinten ist noch, welcher King ist denn das hier? Ah, das ist sein King. Okay. Der King ist immer so behende dabei, ne? Locker flockig aus den Hüften. Hier macht der King das. Und die Queen auch noch dabei. Ein Wutzauber noch. Alter, das wären 3 Sterne. Donnerwetter. Ah, echt cool. Aber ich habe noch einen coolen Rathaus 9 Angriff gleich für euch. Also nach meinem und dann zwischen meinem und dem Alex zeige ich euch noch einen echt coolen Angriff von Rathaus 9 auf Rathaus 10. Wenn auch nicht Max. Ich meine, wie Max der hier jetzt war, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, er ist ja auch ein Zehner. Aber macht nichts. Schöne 3 Sterne hier. Richtig cool. Richtig cooles Ding, dass ich das vor allem live mit reinkriege. Und Leute, wenn ich denn mal die Facecam nicht anhabe, wie gestern im zweiten Video, dann ist das halt mal so. Ich sehe auch nicht immer, ich sehe jetzt auch scheiße aus. Ich habe total rote Augen, weil ich eben noch geduscht habe. Mache jetzt das Video und manchmal sieht es dann tagsüber auch so aus, da habe ich einfach keinen Bock, mich zu stylen, nur für ein Video und für eine Facecam. Sie ist immer da, sie ist immer an ihrem Platz, aber sie ist halt nicht immer an. Und manchmal habe ich einfach keinen Bock drauf. Aber richtig krasses Ding hier. Okay, hat er cool gemacht hier. Sehr, sehr gut. Tippe ich jetzt auch gar nicht zu. Wir machen ihn hier jetzt. Es ist mir jetzt auch egal, wie stark oder schwach die Base ist. Die ist ultra schwach. Ich weiß, die ist ultra schwach, aber ich nehme die Base jetzt so, wie sie kommt. Es ist so ein kleiner Frustangriff, muss ich sagen. Und ich muss jetzt nur mal eben überlegen, wie ich die eigentlich mache. Aber ich glaube, ich wollte sie
Ich wollte sie genau so machen. Ich wollte genau so machen, wie ich es jetzt eigentlich mache. Also mit einem Packer Walk hier auf Rathaus 9. So wirklich muss ich, glaube ich, nicht in die Base kommen, oder? Naja. Wie gesagt, es ist mir eigentlich, ist es mir. Na. Lasst mir die drei Sterne hier so. Lasst mir einfach die drei Sterne hier. Und dann gucken wir mal, die Packies gehen hier ganz gut durch. 1, 2, 3. Ein paar Hoggies hier. Ein paar Hoggies da. Und ein Hock hier. So, ich hau auch einen Heilzauber für euch raus. Naja, so ist das manchmal. Der zweite Angriff wird übrigens nicht so einfach, kann ich euch sagen. Und kann ich meine Hogrider, ich möchte einmal die Hogrider zum Cleanup setzen hier. Ah ne, da ist noch eine Defense offen. Ah, cool. Sehr cool. Einmal die Hockies hier zum Cleanup gesetzt und beide Helden auch gezündet. Ich habe nichts vergessen. Das war so ein bisschen so ein Frustangriff hier auf die CWL. Muss ich mal so sagen, die drei Sterne hier seien mir mal jetzt gegönnt mit dem Bonus. Nicht von 37, sondern von 3 Millionen. Das sieht er da oben. Und wen ich aber noch habe, das, warte mal, ich muss mal eben checken, wer das eigentlich war. Ah ja, ich hab's. Die kleine Hexe hier ist hier zu Gast gewesen bei uns im Clan, also only for CWL. Ich meine, Rathaus 9 hatte hier richtig was zu tun, kann man nicht anders sagen. Denn wir haben hier, glaube ich, ab der Nummer 16, glaube ich, only Rathaus 9 in der CWL mit drin gehabt. Und es war bockschwer, habt ihr gesehen. Es war frustrierend. Es war freudeerstrahlend, wenn nämlich mal so ein Rathaus 9 gedefft hat gegen eine kleine Base. Aber wir gucken mal, was eigentlich jetzt gerade so im Bereich mit Rathaus 9 und einem noch nicht ganz ausgewachsenen King so geht. Aber 30er Queen hier am Start. Das ist eine Rathaus 10 Base, ich weiß. Sie hat keinen Infernus. Okay, sie hat keinen Infernus. Das sei mal dahingestellt. Aber sie ballert schon aus vielen Rohren hier. Zwei X-Bogen, also so eine Art 9,5er, will ich mal sagen. Aber schon mit richtig netter Def. Ihr seht das, die Rathaus 10 Def hier mit den Magiertürmen, mit den Bogenschützentürmen, mit den Kanonen auch. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist nicht immer so schnippi-schnippi. Ich mache mal eben so einen Dreier hier auf so einen Rathaus 9er, nur weil er keine Infernos hat. Sondern das ist schon ein bisschen Arbeit. Und ich glaube aber, das war hier echt super, super gelöst. Und so kann man es machen, das könnt ihr euch wegpinnen hier. Ich muss sagen, mein Kanal ist im Moment stark Rathaus 9 lastig. Das liegt auch daran, dass ich mit den anderen eher selten was live mache. Denn dort ist es schon ein bisschen schwieriger. Und da dauert die Planung dann auch mal ein bisschen länger. Aber ich glaube, hier im RH9-Bereich ist das schon sehr, sehr cool. Hier in der Mitte hat er jetzt noch, hat sie jetzt noch King, Queen. Da tauchen die Max Teslas auf hier für einen Rathaus 10er. 26er Queen ist auch nicht zu verachten. Und richtig cool fand ich vor allen Dingen am Ende oder überhaupt den Fries hier. Den Fries. Einfach mal Clan Queen wegfriesen und den X-Bogen, denn die ballern jetzt doch ganz schön heftig. Aber ich meine, sie ballern auch einen Golem und der ist noch gut zu Gange hier. Da bekommen jetzt beide kurz mal Schaden. Aber die Queen sollte jetzt noch ein bisschen durchgehen und deswegen kommt jetzt, glaube ich, ganz zum Ende nochmal ein Frost. Da ist der Frost da und die Queen kann jetzt nochmal so ein kleines Stück vorwärts. Die beiden Hexen hier machen auch noch so ein bisschen. Da kommen noch so ein paar Bowler hier zur Unterstützung und ich muss schon sagen, das ist wirklich, wirklich cool. Vielen Dank, kleine Hexe, dass du hier mit in der CWL warst. Ich hoffe, es hat dir, auch wenn du oftmals nur zu deinen Angriffen da warst, hier gefallen. Ist ja manchmal so, ich bin ja auch in den anderen Clans manchmal oder oft nur da, um meine Angriffe gerade mal zu machen, aber wir sind uns einig, Leute, das ist nur ein Time-Fail. Das ist kein Fail, weil die Queen stirbt oder weil die Bowler da jetzt gerade noch sterben in der Riesenbombe. Ich glaube, das ist nur ein Time-Fail. Alter Falter. Sauber gemacht hier, richtig cooles Ding. Wollte ich unbedingt in diesem Video mit drin haben und aber sie ist jetzt, glaube ich, auch schon raus, hat sich jetzt eben verabschiedet. Danke, ich möchte mich dann auch verabschieden. Vielen Dank, dass ich hier die CWL mitmachen durfte. Alles Gute für euch. Das sind nochmal zwei Sterne für Rita. Und mal schauen, ob sie hier dann auch ein bisschen was abgerockt hat hier, Alex. Rita, wo bist du?
Uschi, nee, die muss ja schon hier oben jetzt sein, weil die Rita hat ja auch ganz gut Sterne gemacht. Da ist sie, die kleine Hexe. 12 Stück, 2 kommt noch dazu, 14 Stück, vollen Bonus reinbekommen. Und es sieht eigentlich ganz gut aus. Wir spielen im Moment aktuell gegen den allerletzten Clan hier. Also nicht gegen den allerletzten, sondern gegen den letzten dieser Liga. Und wenn wir den nicht gewinnen, dann zweifle ich ein bisschen an uns. Wir sind eigentlich gut. Hätten wir gegen Arre auch gewonnen, dann glaube ich, würden wir noch etwas näher an Arre stehen. Aber ich bin eigentlich ganz froh, dass wir die Liga hier halten. Ich kann die Truppe eigentlich nochmal nachbauen. Die kostet nur 95. Ochs brauchen wir sowieso fürs Event. Ich springe jetzt auf den Alex, mache meinen zweiten Rathaus 9 Angriff. Der wird dann schon ein bisschen knackiger. Okay, mit dem Rathaus 9, mit dem Alex hier, habe ich mir überlegt, ich mache nicht meinen Gegenüber, denn der hat Rathaus 10 Def. Dieser hier, die 14, der hat nicht so starke Defensive. Aber er hat zwar 2 Infernos und auch 3 X-Bögen. Mal sehen, ob wir dagegen was machen können. Mal sehen, ob wir dagegen was machen können. Oh, wo ist meine Queen? Wo ist denn meine Queenie? Wo ist meine Queen? Oh, die hat noch eine Minute Zeit. Okay, wir haben. Ja, von Gems will ich hier nicht sprechen bei diesen Accounts. 16, 14. Ich glaube, die 14 hatten wir ja jetzt gerade ins Visier gefasst. Und ich gucke mal, dass ich hier über die Queen komme. X-Bogen, den kleinen. Und mal sehen, wie wir hier mit einem Golem. Eigentlich brauche ich nicht mal Mauerbrecher, denn der hat Löcher da in der Base. Aber ich glaube, in dieser Base zu starten, ist ein großer Fehler. Und mal sehen, ob wir mit unserer Truppe bis in die Mitte hier kommen. Ich bin echt mal gespannt. Ich schaue mal, dass wir jetzt, was wollten wir eigentlich setzen? Ah, wir wollten erstmal den Golem setzen. Erstmal den Golem, ganz piano hier, Lager schon mal weggemacht. Und jetzt müssen wir hier anfangen, leicht zu funneln. Ich habe nur 4 Mauerbrecher dabei, die müssen da durchgehen. Wenn nicht, muss ich meinen Sprung schon etwas erzünden. Brauche ich aber nicht. Und das Lager muss da noch wegkommen. Macht mal die Lager da weg. Und die setze ich hier ganz, ganz hinten, denn die Magier machen jetzt noch so ein bisschen ein Lager weg. Oh nein. Oh Queen, rein, rein, rein. Du musst da rein, du Queen. Ah, die Queen geht da nicht rein. Ah, sauber. Na, super. Das ist ja schon mal wieder typisch. Und jetzt habe ich ja hier natürlich ein echtes Problem, dass ich den Drachen da wegbekomme. Aber King ist dabei. Queen ist jetzt doch in die Mitte gegangen. Oh, sauber. Queen ist das doch in die Mitte gegangen. Und wir müssen ja so ein bisschen. Noch vielleicht eine Luftabwehr schaffen, wäre ganz nett. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich komme jetzt schon mit den Luftpart rein. Das muss ich einfach mal so machen. Und mal sehen, dass wir hier mit den Eilzaubern so ein bisschen arbeiten können. Dass es wenigstens irgendwo 2 Sterne werden. Und wir die Queen hier vor allen Dingen noch so ein bisschen schützen können. Einmal 4 Stück hier. Jetzt habe ich keine Eilzauber mehr. Einen noch da. Und dann wird das, glaube ich, ein Einsterner oder wird es ein Zweisterner. Ich kann es jetzt gar nicht beobachten. Oh, die Queen ist ja ganz, ganz weit außen da. Oh, scheiße. Oh, die ist mir rausgerannt. Schade, schade, schade. Okay, das wird dann mal nur ein Einsterner. Ja, da habe ich mich mal wieder ein bisschen überschätzt. Aber ich habe hier alles gegeben. Ich glaube trotzdem, dass wir den CK hier gewinnen. Und ich brauchte aber nicht die andere machen. Diese Base war einfacher, wenn die Queen nicht irgendwie so ein Krummschädel gehabt hätte, dass sie da dann komplett aus dieser Base wieder rausläuft, sondern einfach hier drin bleibt in diesem Compartment. Ich meine, da war ja ein bisschen was. So ist es ja nicht. Und so bleibt sie jetzt leider beim Einsterner. Dann giften wir hier die Mitte nochmal. Scheiß Base. Na, ist egal. Ich habe so viele Rathaus 10er und Rathaus 11er machen müssen mit meinen Neunern. Da ist mir das, was hier jetzt gerade passiert, wirklich mal so richtig. Banane. Echt. Naja. Ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ich wollte nur mal wieder ein bisschen live was in der Folge machen. Oder überhaupt in der Folge. Habe jetzt noch ein bisschen von den anderen was gezeigt. Aber äußerst nervig hier von dem einen Typen da. Diese ewigen Freundschaftsanfragen. Und der Laki hier, den es ja schon mal in einem Video gab. Also der Welpe hier vom Lavahund. Der schafft es auch nicht mehr. Denn ich glaube, der Inferno ist in der Range, dass er übers Rathaus reicht. Gucken wir mal. Das Lager geht in jedem Fall noch weg in den 10 Sekunden, ja. Aber ich glaube, das Rathaus ist ja nicht mal angeschlagen, gar nichts. Und mal sehen, wenn er jetzt hinfliegt. Ja, habe ich ja gesagt, Inferno-Strahl. Habe ich ja gesagt, ein Stern 82. Ein Stern 82% ist auch viel. Na, egal. Was willst du machen? Ich bin jetzt nicht enttäuscht, muss ich euch sagen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir hoffentlich in dieser Saison hier nicht
aufsteigen, denn ich glaube, mit der Truppe, mit der wir gerade so ein bisschen zugange sind hier in der CWL, ist es ausreichend. Ist es gerade mal so ausreichend, das zu bestehen? Ich habe ja am Wochenanfang so ein bisschen schwarz gemalt. Ich trete Ihnen eben mal nochmal nach. Ich habe ja ein bisschen schwarz gemalt, dass wir hier total untergehen, aber so war es ja eigentlich gar nicht. Und aber hier hat mich der FIFA auch entdeckt, oder? Alter Falter, ich kotze, ey. Ich wünsche mir diese Funktion wirklich, dass ich Leute blockieren kann oder generell keine Freundschaftsanfragen annehme, die sofort blockiert werden oder nach dem Motto, wenn jemand eine Freundschaftsanfrage klicken will, dass er dann da gleich, also wenn ich jetzt hier irgendjemanden im Clan habe, ihn hier zum Beispiel, wo ich dann gleich sagen kann, dieses Adfriend ist gleich ausgegraut, dass ich das gar nicht erst klicken kann, sondern dass da steht, der Charakter will keine Freunde. Punkt. Naja, mal sehen. Aber ich glaube, ihr habt heute schon reichlich gesehen. Und der Livestream heute Abend kommt erst um 21 Uhr. Das hat einen ganz, ganz bestimmten Grund, dass ich nämlich auf jemanden nicht warte, sondern ich gucke immer einen Stream von jemanden. Ihr wisst genau von wem. Und das ist eigentlich schade, dass ich dann auch immer genau dann anfange, wenn eigentlich sein Stream anfängt. Deswegen haben wir uns heute Abend committed. Ich fange einfach ein bisschen später an, also so rund um 21 Uhr. Ich hoffe, ihr seid dabei. Vielen Dank, dass ihr das Video geschaut habt. Und ich hoffe, ihr hattet einen coolen Mittwoch. Und wir sehen uns heute Abend. Bis dahin. Ciao, ciao. Und danke nochmal an die vielen, vielen CWL-Kämpfer hier im Clan. Herausforderer. Ich werde aber noch ein Abschlussvideo davon bringen. Ein kleines Fazit der 7-Tage-Woche. Und bis dahin, euer Toto. Clash.